Was geht Leute von heute, mein Name ist Rabix und herzlich willkommen zu einem weiteren Video und ja, Rockstar hat endlich mal wieder neuen Content gedroppt. Ich meine, es musste ja jetzt irgendwas passieren, weil, ja, sind wir mal ganz ehrlich, die Vergangenheit sah jetzt nicht so rosig aus, ja. Zumindest was den Content-Input betraf, dann auch die Verschiebung der PS5-Version und so weiter und so fort. Aber ja, neuer Content kommt. Und zwar am 15. Dezember, wahrscheinlich so um 11 Uhr rum, schätze ich mal. Und es werden auch wieder ein paar interessante Persönlichkeiten in den Vordergrund gerückt. Nämlich Dr. Dre und Franklin, mein persönlicher Favorit aus der GTA 5 Story. Ich weiß ja nicht, wen ihr am liebsten gezockt habt, falls ihr überhaupt die Story gespielt habt. Gibt ja auch tatsächlich einige, die direkt in Online reingegangen sind. Ich bin auf jeden Fall, was die Story betrifft, Team Franklin, weil er mich noch am meisten an Carl Johnson erinnert hat und ich San Andreas absolut gefeiert habe damals. Könnt ihr mir ja mal reinschreiben, wie es denn bei euch war. Und ja, natürlich gab es zum neuen Content auch einen Trailer. Der wurde, soweit ich weiß, gestern released. Und da kann man schon einiges sehen. Und es wurden auch schon 1 bis 3 Dinge geleakt, die ich doch tatsächlich ganz interessant finde. Zumindest so, wie sich das Ganze anhört. Die neuen Inhalte sind grob zusammengefasst. Erstmal, dass Franklin jetzt als neue Kontaktperson dazukommt. Es gibt eine neue Story, die sich um Dr. Dre drehen wird. Der wurde ja bereits im Caio Perico Heist Update schon ganz kurz angeteasert. Dann wird es offensichtlich auch neue Missionen geben. Das konnte man im Trailer ja auch sehen. Und genauso wie in jedem Update gefühlt gibt es neue Radiosender. Also ich schätze mal, das wird sowieso so sein, weil Dr. Dre ja jetzt mit am Start ist. Ne? Da muss natürlich auch ein neuer Radiosender her. Ist ja ganz klar, wir brauchen neue Mucke. Das ist ja das Wichtigste in GTA, neue Musik. Ne? Richtig geil, ja. Dann gibt es wahrscheinlich 6 neue Fahrzeuge, darunter den Enus Jubilee und den neuen Duboche Champion. Und nein, ich weiß immer noch nicht nach 8 Jahren GTA, wie man die ganze Kacke richtig ausspricht. Egal, dafür gibt es ja euch. Ihr könnt mich ja dann in den Kommentaren verbessern. Und jetzt das für mich persönlich Interessantere sind neue Waffen. Ja, ein Kompakt-EMP-Launcher. Ich hoffe sehr, dass er dem Up-in-Atomizer ähnlich sein wird. Ich hätte keinen Bock auf so ein granatenartiges Geschoss und es wäre super, super geil, wenn das Ding auch gegen die Drecksbesen funktioniert. Also ich schätze mal, das wird es. Und ich schätze mal, das wird vielleicht sogar, wenn die Gun gut ist, ein neues Lieblingsspielzeug für diese Drecksdinger. Genauso wie ich mir auch gut vorstellen könnte, dass die Stun Gun funktioniert, aber ich glaube, dafür muss man richtig nah dran sein. Aber wäre schon lustig, wenn man sie aus einer gewissen Entfernung auch schon da vom Bike runterballern könnte mit der Stungun und die zappeln dann noch so wie so ein Fisch am Boden rum. Ich würde so feiern. Aber die müssen die Stungun, bevor sie die raushauen, wirklich gut balancen, weil meiner Erfahrung nach konnte man ja einen Typen stunnen und immer wieder stunnen und stunnen, bis er keinen Bock mehr hatte. Und ich glaube, das ist dann nicht mehr so cool, weil dann kannst du ja als Gestunter überhaupt nichts mehr machen. Klar denken sich einige jetzt vielleicht, ja, wieso, ist doch voll witzig, ja, aber nicht mehr, wenn du derjenige bist, der davon genervt wird. Und jetzt die Frage, gibt es eine neue Immobilie oder nicht? Also ich schätze mal schon. Und ich weiß nicht wieso und ich wünsche es mir schon sehr lange, aber ich hätte einfach mal gerne eine Villa. Und zwar eine richtig schöne Villa, so wo ich auch mal rausgehen kann, in meinen Pool da springen kann und mit meinen Freunden da im Pool chillen kann. Ja, nee, eigentlich ist mir das scheißegal, aber nochmal so ein bisschen mehr Quality of Life in Bezug auf eine Immobilie wäre schon mal ganz sexy. Und da sind so viele schöne Villen in Vinewood und eine davon hätte ich halt gerne. Und vielleicht kriegen wir jetzt sogar eine. Wer weiß, mal gucken. Aber es gibt ja eine Agency mit dem Namen Celebrity Solutions. Na, da werden jetzt Probleme für die High Class gelöst. Und ich denke mal, wir werden dann die Rolle da übernehmen als Problemlöser, wo wir dann natürlich sachlich und gut argumentiert uns den Kontrahenten bzw. den Problemen unserer Kunden widmen und das natürlich auch völlig ohne Gewalt, sondern mit viel Händeschütteln, viel Lächeln, ja. Nein, ich glaube und ich hoffe, dass es wirklich zerberstende Missionen gibt, die vielleicht auch mal wieder ein bisschen interessanter werden, so wie es aus meiner Sicht damals die Doomsday Heists war. Mal gucken, bin gespannt. Ja, und beim ganzen Rest würde ich sagen, Leute, lasst einfach abwarten, was am 15. kommt.
Und ich werde auch, wenn das Update rauskommt, eventuell gibt es einen Stream, jetzt da nicht direkt irgendwelche Spekulationen raushauen. Ich mache das so wie immer. Ich gucke mir das Update genau an. Ich versuche den Inhalt gut zu verstehen und erst dann kommt mein Feedback. Das war übrigens auch beim letzten so, beim Caio Perico heißt. Da habe ich mir das Ganze auch erstmal angeschaut und erst dann, wo ich die groben Funktionen auch wirklich verstanden habe, mein Feedback zugegeben. Und ich finde, so sollte man das auch machen. Also in diesem Sinne, Leute, hypen werde ich hier gar nichts. Auf jeden Fall nicht mehr. Wir gucken uns das an und schauen, wie es läuft. Ihr könnt mir aber trotzdem mal in die Kommentare schreiben, was ihr denn von dem Update erwartet und worauf ihr euch freuen würdet. Weil ja, es ist Weihnachten und Vorfreude will man jetzt nicht ganz in den Keller treten, ne? Auf irgendwas muss man sich ja noch freuen dieses Jahr. Also Leute, ich bin weg, haut da rein und ciao, ciao.